Ich habe mir das ungefähr so überlegt, dass ich erst kurz was über Zugänge erzähle zum Thema, dann über Voraussetzungen, die eine Rolle spielen, dann welche Folgen diese Voraussetzungen gegenwärtig haben und welche Aussichten das für das Fach ergibt. Dazu, das habe ich hier unten drunter geschrieben, es gibt keinen einheitlichen bildungswissenschaftlichen Zugang zum Thema, sondern unzählige. Also man könnte das in unzählig verschiedenen Varianten durchdeklinieren. Ich hätte auch einen Vortrag über Canisius halten können, wäre auch interessant geworden vielleicht. Aber wenn wir nicht von Religion als Lebensform oder Weltanschauung ausgehen, sondern von der konkreten Vermittlungsaufgabe, also das deutlich enger fassen, dann lässt sich das Thema einschränken auf die Frage, ob es Religion im Kontext öffentlicher Bildung noch bedarf. Und das ist im Prinzip, was ich im Folgenden tun werde. Damit will ich nicht sagen, dass die anderen Themen unwichtig oder nebensächlich sind, sondern irgendwie muss man sich ja bei einer halben Stunde auf etwas beschränken, was in dieser Zeit auch einigermaßen leistbar ist. Schon das hier ist schwierig genug. Okay, Zugänge. Das Thema hat ja eigentlich eine lustige Seite. Begriffsgeschichtlich lässt sich die Problemstellung ziemlich eindeutig eigentlich fassen. Der Bildungsbegriff ist nämlich aus der Eindeutschung eines Theologischen entstanden. Das wird der ein oder andere ohnehin schon wissen. Meistens wird dafür Meister Eckhart kreditiert. Der Bildungsbegriff ist eine Ableitung demnach aus dem Imago Dei-Begriff, der den Menschen im doppelten Sinn als Abbildung Gottes sich vorstellt, nämlich als Gottes Ebenbild, der Ursprung des Menschen in Gott, aber auch der Mensch im Angesicht Gottes, also die Formung des Menschen auf Gott hin. Die nachfolgende Säkularisation des Bildungsbegriffs im 18. Jahrhundert vor allem fängt die an, als, ich habe hier nur ein paar Beispiele aufgeführt, Perfektibilität bei Rousseau, Modifikabilität bei Tetens, Bildsamkeit bei Herbart und so weiter, ersetzen aber jetzt das Gottesbild durch ein ähnlich gedoppeltes Menschenbild. Mensch und Bürger, formale und materielle Bildung, Bildsamkeit und Bestimmung, nachher noch schwieriger wieder zu erkennen, Begabung und Lernen. Aber es geht im Prinzip darum, da wo vorher Gott Ursprung und Ziel war, stattdessen den Menschen als Ursprung und Ziel darzustellen. Der Mensch wird erst durch Erziehung zum Menschen, heißt es irgendwann bei Kant. Und das schlägt sich dann in ähnlich gedoppelten Konstruktionen nieder, die jeweils ein Voraus und ein Hinterher der Bildung bestimmen sollen. Das ist ganz interessant, auch bildungspsychologisch folgt der säkularisierte Bildungslehre bis zur Gegenwart hin, der Dreifaltigkeit von Denken, Fühlen und Wollen, so heißt das bei Kant. Das geht sinngemäß auf ähnliche Konstruktionen schon bei Augustinus zurück. Aber das wäre ein ganz anderes Thema, das lassen wir jetzt mal liegen. Ich finde das nur, kommen wir nachher noch drauf, wenn wir über den Kompetenzbegriff reden. Ganz interessant, dass wir uns im Kern aus dem Horizont, aus dem damals konstituierten begriffsgeschichtlichen Horizont, entgegen aller Versprechungen gar nicht herausbewegt haben, sondern im Prinzip immer noch in derselben Tradition unterwegs sind. Schul- und Lehrplangeschichtlich lässt sich die Beziehung sehr viel leichter beschreiben. In der Antike gibt es keinen gesonderten Ort für religiöse Bildung, in der öffentlichen Bildung, wir reden über öffentliche Bildung, war weltliches und religiöses Wissen noch als Einheit begriffen werden. Im Mittelalter beginnt nicht zuletzt an den Klosterschulen eine schrittweise Absonderung eines spezifischen Religionswissens als eigener Fachbereich. Da wird dann im Kern die Grundlagen geschaffen, im Kern die Grundlagen geschaffen für sowas wie ein eigenständiges Religionsfach. Ist aber anfangs noch deutlich weiter definiert. In der Reformation etabliert sich dann die Trennung von christlichem und weltlichem Wissen im Lehrplan, wobei Ersteres allen frei zugänglich sein soll, Letzteres nach Bedarf. Und dann wieder in der Aufklärung, hatten wir ja gerade schon angesprochen, säkularisiert sich letztere Unterscheidung zu der zwischen formaler und materialer Bildung, Bildsamkeit, Bestimmung, Begabung und Lernen, quer durch alle Fächer oder allgemeiner formuliert. Säkularisiert sich zur Frage nach dem Verhältnis zwischen individuellen Möglichkeiten und gesellschaftlichen Grenzen der Bildung. Seitdem ist Religion kein fächerübergreifendes Anliegen der Schule mehr,
sondern sie bekommt den heutigen Status eines mal mehr, mal weniger verbindlichen Schulfachs unter vielen. Wir kommen noch darauf zurück, wann es als Schulfach existiert und wann nicht. Aber das ist kurz gesagt die Geschichte. Also von einem Thema, das quer durch alles Schulische sich zieht, zu einem abgesonderten Fach, das kann man getrost sagen, sich meistens in den Randzonen des Schulcurriculums aufhält. Was heißt das? Man muss wissen, dass Religion eigentlich einen überkommenen Sonderstatus hat. Lehrplanhistorisch ist das kein ausreichendes Argument für ihre Beibehaltung als Schulfach. Es gibt viele im Alltag bedeutsame Phänomene, Gesundheit, Sicherheit, Wirtschaft, Recht, Erziehung, Umwelt, Verkehr. Die Liste ist beliebig verlängerbar, die ebenso wenig als eigenständige Fächer institutionalisiert sind. Aus der Tatsache, wichtig zu sein für bestimmte Gesellschaftskreise, ergibt sich nun nicht zwingend, dass man deswegen auch in der Schule unterrichtet werden müsste. Dass Religion für individuelle Identitätsbildung von herausragender Bedeutung sein kann, ist ebenso wenig hinreichend. Es gibt in modernen Gesellschaften eine Vielzahl identitätsstiftender Differenzen, die ebenso wenig eigenständige Fächer hergeben. Und schließlich, das ist eigentlich das Einzige, was das Fach im Moment stabil im Lehrplan hält, wenigstens in Ländern wie Österreich. Weltweit ist es ja eher im Rückzug begriffen. Schließlich taugen auch die historischen Nachwirkungen der Religionen kaum als zureichendes Argument. Niemand wird zum Beispiel ernsthaft bezweifeln können, dass die Antike für unser Welt- und Selbstverständnis bis zur Gegenwart hin tiefgreifende Wirkung hat. Denken wir an unser Rechtssystem, unsere Verwaltungssysteme und so weiter. Trotzdem würde auch heutzutage kaum jemand mehr Latein oder Griechisch für unverzichtbare Bestandteile der Allgemeinbildung halten. Obwohl es dafür sicherlich viele gute Argumente gibt. Also wichtig ist zunächst mal mitzunehmen aus dieser Überlegung, außerschulische Bedeutsamkeit, dass Religion irgendwie wichtig in der Welt ist oder etwas anderes wichtig in der Welt ist, war noch nie auf die Dauer ein Garant für innerschulisches Überleben. Die Frage, was innerschulisch ein Schulfach am Leben erhält oder zum Leben erweckt, hängt unmittelbar zusammen mit der Frage, was öffentliche Schule kann und soll. Dabei ist natürlich klar, historisch schon immer, dass Können und Sollen hier nicht deckungsgleich sind. Es gehört zur Geschichte der Schule von Anbeginn an, dass außerschulisch mehr von ihr erwartet wird, als sie innerschulisch leisten kann. Zudem war seit den Anfängen der modernen Schule umstritten, was Vorrang haben sollte. Qualifizierung, also die Aneignung individuell nützlichen Wissens, oder Kultivierung, die Einübung in gemeinschaftliche Teilhabe an Welt. Von der Antike über die christliche Beschulung des Mittelalters und der frühen Neuzeit bis hin zur Nationalschule seit Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts galt dabei ein klares Primat der Kultivierung gegenüber der Qualifizierung. So viel Kultivierung wie möglich, so viel Qualifizierung wie nötig. Die Primärfunktion der Schule war nicht Wissensdistribution, sondern Inklusion in gesellschaftliche Zusammenhänge, in gesellschaftliche Abhängigkeiten, in gesellschaftliche Institutionen. Das war das Mittel, wie sich Herrschaft in jede Biografie hineinschreiben konnte. Dafür war, wie viel Wissen dabei hängen bleibt oder auch nicht, zunächst einmal sekundär. Da, wo es über dem Erwerb von grundlegenden Kommunikationstechniken, Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt hinausging, war der Ort der Schule als gemeinschaftlicher Verständigung über Sachverhalte das Zentrale, also Kultivierung das Zentrale, die anschließend eine Teilnahme an gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen ermöglicht. Also auch dort geht es nicht primär darum, bestimmte Wissensstände zu vermitteln, sondern primär darum, zu lernen, sich mit anderen über Sachen fachgerecht oder sachgerecht zu verständigen, sodass gemeinsames Handeln möglich wird. Dementsprechend, und das wird oft übersehen, konstruierte sich die Stundentafel öffentlicher Schule von Anfang an jenseits des Elementarunterrichts nicht entlang individuell nützlichen Kenntnisse, sondern grundlegender Modi der Verständigung über Welt.
sprachlich, mathematisch, ästhetisch, naturkundlich und eben auch religiös. Also für die über die Elementarbildung hinausgehenden Unterrichtsfächer war nicht entscheidend deren wissenschaftliches Format, auch nicht deren gesellschaftliche Nützlichkeit, sondern deren Repräsentationscharakter, dass mit ihnen verschiedene elementare Formen der Auseinandersetzung mit der Verständigung über Welt erworben werden konnten. Dafür war es letztendlich egal, an welchen Fachinhalten das im Einzelnen geschah, solange das Ziel dabei war, halt solche Modi der Verständigung zu erwerben. Dementsprechend waren Lehrpläne früher ja auch so konstruiert, dass sie nicht verbindlich waren in dem Sinne, dass alles, was da stand, irgendwann gemacht werden sollte, sondern das waren Beispielsammlungen, an denen man diese Verständigungsarbeit leisten kann. Und es blieb im Prinzip den Schulen und den Lehrkräften überlassen, zu entscheiden, was sie davon machen und was sie davon liegen lassen. Nicht anders, hatte ich ja jetzt schon praktisch angefangen zu erklären, in modernen Lehrplänen seit Anfang des 19. Jahrhunderts, unter dem Begriff der Allgemeinbildung. Da geht es weder um Berufsfelder noch akademische Wissenschaft, sondern Schulfächer als verdichtete Repräsentanten dieser verschiedenen Modi der Verständigung. Das kann man besonders schön in Humboldt-Schulplänen bzw. im ersten Gymnasialplan von 1816 studieren, wo es nicht zuletzt um die Frage geht, was alles nicht unterrichtet werden soll, weil es diesen exemplarischen, diesen repräsentativen Charakter nicht erfüllt. Das spiegelte sich übrigens auch in der sich damals durchsetzenden Konzept, übrigens nach jesuitischem Vorbild, durchsetzenden Konzept der Notengebung, die eben nicht spezifische Wissensbestände garantieren sollten, überhaupt nicht. Die konnten höchst unterschiedlich sein, je nachdem, was vor Ort in der Schule passiert war, sondern die kommunikative Bewährung im Unterricht kann stufengemäß, altersgemäß am Unterricht in X sehr gut, gut und so weiter teilnehmen. Da wurden ausdrücklich inhaltliche Zusatzspezifikationen entfernt, weil es ging nicht darum, etwas Bestimmtes zu können, sondern es ging darum, sich sinnvoll an dieser kommunikativen Verständigung im Unterricht beteiligen zu können. Dabei blieb bis zur Gegenwart hin das konkrete Verhältnis von Qualifizierung, also dem individuellen Nutzen, wenn man so will, des schulischen Unterrichts und Kultivierung, ihr Beitrag zur Gemeinschaftsbildung, zur Vergemeinschaftung umstritten. Ich könnte Ihnen jetzt 3 Stunden Vorträge halten über die verschiedenen Versionen, wie man versucht hat, Kultivierung und Qualifizierung irgendwie gegeneinander abzuhängen. Gegenwärtig wird dieser Balanceakt zwischen Kultivierung und Qualifizierung mit dem Begriff der Kompetenzorientierung versucht. Dabei handelt es sich, wenn man genau hinguckt, um eine modernisierte Variante des philanthropischen Bildungsbegriffs. Du hast genau wie dort die Nützlichkeitsorientierung, also das Versprechen, dass das irgendwie später im Leben bedeutsam sein soll, was man da lernt. Und du hast wieder eine dreigeteilte Kräftelehre. Ich habe es unten extra mal unterstrichen. Also die indirekte Anlehnung auch an die Imago-Dei-Lehre oder Tradition. Anders als bei den Philanthropen wird jedoch die Kultivierung im Kompetenzbegriff klar der individuellen kognitiven Entwicklung untergeordnet. Kompetenzen werden primär als kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrieben. Bums aus. Also als Fähigkeiten des Einzelnen. Der Einzelnen. Die an den Einzelnen abzulesen und zu bewerten und zu bemessen sind. Dazu sollen dann auch motivationale und soziale Bereitschaften kommen. Nur wenn man sich das genau anguckt, wie das gemeint ist, ist damit primär gemeint, man soll für das, was man da in der Schule an Kompetenz zeigen soll, motiviert sein und bereit sein, es zu zeigen. Es geht da gar nicht um überschießende Qualifikationen oder überschießende Kultivierung. Kultivierung wird hier rigoros eigentlich begrenzt darauf, die Voraussetzungen für erfolgreiche kognitive Beschleunigung zu liefern. In den Lehrplänen, das werden Sie im Herbst oder im Sommer, wann kommen die neuen, noch ganz verstärkt sehen, werden analog zahllose schulische Inhalte mit vermeintlich spezifischen Kompetenzerwartungen ausgestattet, die dann individuell abgeprüft werden sollen. Das Lustige an der Geschichte ist übrigens, es gibt überhaupt keine Forschung, die belegen könnte, dass genau diese Kompetenzen jeweils mit genau diesen Inhalten tatsächlich auch im Lernen verbunden sind. Das sind Arbeitshypothesen oder pragmatische Glaubenssätze,
aber jedenfalls keine, die sich auf irgendeine Forschung stützen könnten, die da klare Links herstellen könnte. Man muss dazu übrigens auch sagen, alle Behauptungen, da würde man was lernen, was man später im Leben braucht, sind im besten Willen hohle Versprechungen. Es gibt also keinerlei Forschung, die belegen könnte, dass dieses Kompetenzgemenge, das da ausgeteilt wird, tatsächlich für spätere Leben irgendeine substanzielle Bedeutung hätte. Was mich im Moment aber wichtig ist für unser Thema hier Bildung und Religion, die gemeinschaftliche Verständigung über Sachverhalte, also die Kultivierungsseite, ist überhaupt kein Bestandteil dieser Kompetenz. Der Umgang mit Differenz wird zum kognitiven Problem erklärt, nicht als eines der kommunikativen Verständigungen. Und das bringt insbesondere die Fächer in Schwierigkeiten, deren Inhalte konfligierende Geltungsansprüchen unterworfen sind oder schulisch anderweitig unerledigte Erziehungsaufträge zugeschrieben bekommen, wie zum Beispiel die Religionsfächer oder Ethik. Lesen Sie sich mal durch, was die Leute erwarten, was für erzieherische Superleistung ein Fach Ethik erbringen soll, um die jungen Leute gesellschaftsfit zu machen. Das ist ja völlig absurd zum Teil. Okay. Was bedeutet das für die Entwicklung, für die Zukunft der Religion? Ich werde heute sehr schnell sein. Für die Zukunft der Religion als Teil schulischer Bildung. Vielleicht zu schnell, da müssen Sie protestieren. Als Lernvoraussetzung oder genauer gesagt als Lernbarriere wird Religion weiterhin präsent bleiben, wenn auch meist erfasst durch Proxy-Variablen wie Migrationshintergrund. So, als Theorien darüber, was weiß ich, muslimische Mädchen lernen dürfen oder nicht. Wie bestimmte Religionen lernförderlich oder nicht lernförderlich auf die Beteiligten einwirken können. Aber nicht als ein eigenständiges Thema damit. Als Schulfach wird sie, das nehme ich jedenfalls an, weiterhin versuchen, sich durch eigene Kompetenzschemata an die übrigen Schulfächer anzugleichen und damit irgendwie die Existenzberechtigung zu zeigen. Ne? Das geschieht freilich um den Preis, dass diese Kompetenzraster etwas also domänenübergreifende Kompetenzen, so Perzeption, Kognition, Performance, mit ebenso fachenspezifischen Dimensionen, Lebenswelt, Gesellschaft, Kultur verknüpfen. Also da ist zunächst mal nichts, was spezifisch für ein Fach Religion wäre, nichts, was Religion als besonderen Modus der Welterfahrung kennzeichnet, als spezifische Konfession kennzeichnet, sondern es ist halt eine kognitive Veranstaltung unter anderem. Religion als Schulfach verliert dadurch ein domänenspezifisches Alleinstellungsmerkmal, das sie zwingend von anderen Fächern unterscheidet. Es ist dann schwer, eigentlich unmöglich zu argumentieren, warum das Fach nicht durch Ethik ersetzt oder ganz gestrichen werden kann, wenn man dort an Kompetenzen gemessen wird, die man ebenso andernorts im Lehrplan finden könnte. Anders ausgedrückt, je mehr Religion sich als Fach dem Primat individuellen Kompetenzerwerbs unterwirft, umso mehr entzieht sie sich selbst ihr konfessionelles Alleinstellungsmerkmal und wird überall dort, wo kein Konkordat sie zu schützen vermag, zur privaten Angelegenheit werden. Das ist vielleicht keine erfreuliche Aussicht für Religionspädagogen. Tja, Aussichten. Was bedeutet das? Jetzt könnte man zunächst mal argumentieren, das ist jetzt hier ganz wichtig, Religion und Kirche sind zählebiger als didaktische Modeerscheinungen, die normalerweise höchstens ein, zwei Schulgenerationen andauern. Sie könnten versuchen, wie schon bisher bei ähnlichen Reformen, den Kompetenzhype auszusetzen. Also das, was wir gerade mit dieser Kompetenzorientierung erleben, ist das vierte, fünfte Mal, den Stein der Weisen oder was auch immer zu finden, der zwanglos Qualifizierung, Kultivierung effektiv verbindet. Das geht mit entsprechenden Lehrplanmodellen im späten 18., frühen 19. Jahrhundert los. Solche Modelle werden dann zeitweise populär, manchmal sogar, wie jetzt bei uns, die Kompetenzorientierung gesetzlich vorgeschrieben. Gab Länder, da war der wechselseitige Unterricht vorgeschrieben, es gab Länder, da war der abrazianistische Lektionsstil vorgeschrieben und so weiter. In den meisten Fällen hat Religion
also haben Kirche und Religionsgemeinschaften sich nicht daran beteiligt, sondern es einfach ausgesessen und abgewartet, dass diese Mode wieder abklingt. Und auch diese Kompetenz-Hype, den wir im Moment erleben, hat ein Ablaufdatum. Da können Sie absolut sicher sein. Ich Student war, in meinen Anfängen war das die Lernzielorientierung, die alles durchseuchte. Und alles, was man in der Schule tat und im Unterricht tat, musste in unglaubliche Zielhierarchien von General über grob zu Spezial zu klein Detail oder sonst was zielen. Wobei man dann so tun sollte, als ob jede 3 Minuten im Unterricht irgendwie in dieser Hierarchie der großen Ziele der Schule und des Lernens verankert ist. Das sind, wie gesagt, das sind normale Bewegungen, die entstehen so generational im Schulbetrieb und dauern meistens auch nicht so furchtbar lang. Es ist nur blöd für die Schülerinnen und Schüler, die derweil zur Schule gehen. Religionspädagogik und Kirche könnten auch eine proaktive Rolle bei der Verkürzung dieses Hypes einnehmen, indem sie zum Beispiel an ihrem Beispiel darauf insistiert, dass es schulische Inhalte und Aufgaben gibt, die nicht sinnvoll einem Primat individueller kognitiver Beschleunigung untergeordnet werden können. Also sie könnten sich diesem Modell verweigern, tun sie aber nicht bisher. Ganz im Gegenteil, die Konstruktion von Kompetenzmodellen in der Religionspädagogik wird immer komplexer und komplizierter. Das ist faszinierend zu sehen, ist aber das Typische. In der Technik nennt man das den Starfighter-Tod. Das ist der normale Prozess in solchen Zuschreibungsprozessen, weil die keine innere Grenze kennen. Gehen die normalerweise an ihren fortschreitenden Binnendifferenzierungen irgendwann zugrunde. Sie könnten schließlich, was aus meiner Sicht schon längst ihre Aufgabe gewesen wäre, sich auch zu einer Rückwende, zu einer Schule als Ort gemeinschaftlicher Verständigung einsetzen. Ganz einfach, weil die sozialen Kollateralschäden der kognitiven Konkurrenz zunehmend die Grundlagen gesellschaftlicher Verständigung und damit auch Religionsausübung gefährden. Man muss sich klar machen, dass die einseitige Orientierung des Schulbetriebes an primär individueller Qualifizierung statt Kultivierung einen erheblichen Beitrag zum sozialen Auseinanderdriften der Gesellschaften leistet. Einen erheblichen Beitrag zur Segregation im Schulbetrieb leistet. Einen erheblichen Beitrag zur Abriss der Kommunikation zwischen verschiedenen Gesellschaftskreisen und Schichten leistet. Das sind keine theoretischen Vermutungen, dass das passieren könnte. Das ist die empirische Realität in den Ländern, wo so gearbeitet wird. Vielleicht ist Ihnen ja auch mal aufgefallen, dass nach 20 Jahren PISA nichts besser geworden ist nachhaltig, aber die sozialen Differenzen im Schulbetrieb immer massiver hervortreten und immer weniger traktierbar erscheinen. Auch da wird natürlich dann nach dem Motto Verfahren noch mehr davon, dann hört es vielleicht irgendwann auf. Aber gerade jetzt in Corona-Zeiten können wir erleben, zu welchen Radikalisierungen, Fragmentierungen, Aggressionen der Mangel an gemeinschaftlicher Verständigungsfähigkeit selbst in Wohlstandsgesellschaften wie unseren führen kann. Ich sage manchmal bei Corona-Debatten, noch nie hatten Österreicherinnen und Österreicher im Durchschnitt so viel Naturwissenschaftsunterricht wie heute gehabt. Noch nie. Gleichwohl unterscheiden sich die Reaktionen großer Teile der Bevölkerung auf Corona, auf Impfungen und Ähnliches nicht wesentlich von den Reaktionen der Tiroler unter Andreas Hofer gegen die Pockenimpfung. Das heißt, offensichtlich ist die Wissensdistribution als solche nicht wirkungsvoll, wenn die Kultivierungsdimension, also die Dimension der gemeinschaftlichen Verständigung über Sachverhalte, dabei auf der Strecke bleibt. Ja, ich bin dann viel schneller, als ich gedacht habe. Mein Gott, ich hätte das ja alles noch genauer erläutern können. Der nicht so langen Rede, ganz kurzer Sinn. Aus Lehrplan- und historisch- und schultheoretischer Sicht wird der Religionsunterricht dann eine Überlebenschance verdienen, wenn er erstens entschieden konfessionell ist, zugleich aber ausgerichtet auf gemeinschaftliche Verständigung über religiöses Weltverstehen und dabei parteiergreifend für dasjenigen und diejenigen, die im individualisierten Kompetenzgang auf der Strecke bleiben. Sollte das nicht möglich sein, nicht passieren, bleibe ich bei der Vorhersage, dass auch bei uns überall wie sonst
dort, wo er nicht durch Konkordate oder ähnlich starke verfassungsrechtliche Vorrechte gesichert ist, der Religionsunterricht nach und nach verschwinden wird. Der Weg ist in den meisten Ländern immer derselbe. Erst kommt ein Surrogat, sowas wie Ethik oder Philosophie. Aber auch das verschwindet dann früher oder später aus dem Oberstufencurriculum, weil es nichts bietet, was nicht die anderen Fächer auch hätten tun können. Tja, ich weiß nicht, ob das das war, was Sie gerne hören wollten, aber das war das, was ich gerne sagen wollte.